Ich bin der Jürgen aus Eberswalde. Und wer bist du? Ich bin Herr Lehmann. Du kannst mich aber trotzdem duzen. Hallo, Herr Lehmann. Ah, hallo. Hallo, Herr Lehmann. Hallo, Heidi. Na. Hallo, Karl. Frank. Wir eröffnen heute oder starten heute mit der ersten oder mit der zweiten Stadtteilbibliothek als BIBO 710. Wir hatten ja 2019 unsere Testbibliothek Südvorstadt an den Start gegeben und konnten jetzt sehr lange nie weitermachen, hing vor allem mit Corona und unseren Haushaltsmitteln im letzten Jahr zusammen. Und wir freuen uns sehr, dass Klotzsche jetzt hier quasi die zweite Bibliothek sein wird. Nochmal vielleicht für die, die sich mit dem Projekt nicht so auskennen, ein paar Worte zu dieser Idee. Wir wollen in den Stadtteilbibliotheken unseres Netzes am Ende möglichst überall von Montag bis Sonntag geöffnet haben. Das ist die Zielstellung und das hat nicht nur den Zweck, dass man in der Bibliothek seine Medien ausleihen kann und zurückbringen kann an Tagen, wo es bisher nicht ging, sondern dass die Bibliothek als Aufenthaltsort stärker entwickelt wird. Wir merken in allen Stadtteilen, dass es zu wenig Räume gibt, wo Menschen sich treffen können, wo so ein Zusammenhalt in der Gesellschaft entstehen kann, wo Initiativen Ideen entwickeln können, wo Vereine sich treffen können. Also diese Dinge. Und da gibt es ja auch politisch einen ganz guten Rückenwind für diese Idee, Nachbarschaftszentren in den Stadtteilen zu entwickeln. Wir können als Bibliotheken das natürlich nie komplett erfüllen, also nie alle Funktionen eines Nachbarschaftszentrums anbieten, aber wir wollen unseren Beitrag dazu leisten. Unsere Räume werden jetzt erstmal auf diese Weise für jedermann von 10 bis 18 Uhr, Donnerstag ein bisschen kürzer, geöffnet, aber wir wollen auch noch in den Abendstunden unsere Räume zur Verfügung stellen, da komme ich dann nochmal ein bisschen genauer dazu, weil wir das eben heute auch starten werden. Wir haben in der Südvorstadt angefangen, weil wir dort gerade das Glück hatten, dass wir einen Umzug planten, wo sowieso die Technik neu eingerichtet werden musste, wo wir die Möbel, wo wir neu möbliert haben. Und wir konnten alles quasi auf diese neue Funktion und auf die neuen Funktionen einstellen. Und wir haben uns viele Gedanken gemacht, welche Bibliotheken dann als nächstes folgen sollen. Und ich will noch mal ein paar Worte dazu verlieren, warum Klotzsche jetzt quasi als zweite dran ist, obwohl sie ja von der Größe im Vergleich zu anderen Stadtteilbibliotheken immer noch relativ klein sind. Wir sind, glaube ich, weiß nicht ganz genau, wann der Termin ist, aber ich glaube, wir haben in diesem Jahr den 10. Jahrestag, wo wir hierher gezogen sind, also zum Marktplatz Klotzsche. Die Bibliothek hat sich in diesen Jahren wie keine andere in unserem Bibliotheksnetz entwickelt, was die Leistungszahlen betrifft. Das fängt an, ich habe mal so die Jahre davor mit denen jetzt verglichen, Corona da habe ich außen vor gelassen, das fängt an, dass die Entleihungszahlen sich um 80% gegenüber der Zeit davor verbessert haben oder erhöht haben, dass die Besucherzahlen um 60% gestiegen sind und auch von unseren eigenen Leistungen her Veranstaltungszahlen um 40%. Wie gesagt, im Zeitraum von 10 Jahren, aber eine solche Entwicklung gibt es in keiner anderen Bibliothek in unserem Netz. Hätten wir das damals gewusst, hätten wir bestimmt nach einer größeren Fläche gesucht, wobei, das muss ich ganz klar sagen, die Lage hier hat einen ganz starken Einfluss auf diese Entwicklung gehabt und wir wollen hier heute, wo wir wissen, was für ein Andrang hier ist, nicht weg. Wir haben das jetzt in der Corona-Zeit ganz deutlich gemerkt, dass sich hier draußen Schlangen gebildet haben. Jetzt, wo wir weniger Leute reinlassen können, ist das umso deutlicher. Was macht man, wenn man die Fläche nicht erhöhen kann, aber mehr Leute reinlassen will? Man muss halt die Zeiten, wo es zugänglich ist, erhöhen. Und hier, deswegen kommen hier praktisch zwei Sachen zusammen. Also einmal die Idee, BIBO 710, die Bibliotheken als Aufenthaltsort zu entwickeln, aber auch der Bedarf hier mehr Öffnungszeiten anzubieten, weil die Nachfrage nach der Nutzung der Bibliothek so groß ist. Die Bibliothek hatte bis jetzt an 3 Tagen in der Woche geöffnet, also wir erhöhen um über 100%. Ja, ich denke, das ist ein Grund,
auch mal den Mitarbeitern zu danken für die Jahre, aber jetzt natürlich auch für die Vorbereitung auf den heutigen Tag. Ich habe ein kleines Buchpaket mitgebracht, das kann hier nie schaden, bei den Ausleihtagen. Und jetzt nochmal was zu zwei weiteren Funktionen, die im Rahmen von BIVO 7.10 heute starten und damit auch in dieser Bibliothek starten. Das eine ist, habe ich vorhin schon anklingen lassen, diese Abendnutzung. Das wird so funktionieren, wir haben ein Formular entwickelt, das wird bei uns in der Bibliothek als auch beim Stadtbezirk ausliegen, sowohl analog als auch in digitaler Form. Wer Interesse hat, an einem Abend die Bibliotheksräume zu nutzen, füllt es aus, gibt es beim Stadtbezirk ab und dort wird entschieden, ob das passt und dann kriegen wir die Information, wir planen das ein. Achso, das hätte ich vielleicht nochmal dazu sagen müssen. Und ein Sicherheitsdienst wird an dem Abend auch die Nutzung begleiten. Übrigens sind diese Öffnungszeitenerweiterungen in der Bibliothek Klotzsche, so wie es auch in Südvorstadt ist, nur deswegen möglich, weil wir einen Sicherheitsdienst einsetzen. Also wir haben jetzt vor, bevor wir hier starten, auch die Bibliothek Klotzsche auf Selbstverbuchung umgestellt, sodass die Nutzer selbstständig ihre Sachen verbuchen und auch wieder zurückgeben können. Aber der Raum soll überwacht sein, auch von den Menschen, der auch mal eine Frage beantwortet. Und wir haben in Südvorstadt einen sehr guten Sicherheitsdienst gefunden, der das sehr nutzerorientiert macht, der sehr kompetent agiert und mit dem wir es auch jetzt hier weiter betreiben. Herr Holz hat sich jetzt hier ein bisschen versteckt. Das ist der Vertreter der Firma. Also auch Ihnen vielen Dank, dass Sie jetzt in der relativ kurzen Zeit die Mitarbeiter gefunden haben, die wir brauchen, um die 4 Tage abzudecken. Und noch eine Dienstleistung kommt jetzt dazu, die weiten wir aber gleich aufs gesamte Bibliotheksnetz aus, aber die ist auch von dem Gedanken geprägt, dass die Bibliotheken ein Aufenthaltsort stärker sein sollen als bisher. Und zwar haben wir eine App eingekauft, die ist eine digitale Form eines Lesezirkels. Also Sie haben das bestimmt alle schon in Arztpraxen gesehen, da liegen Zeitschriften, die der Arzt oder die Praxis quasi erwirbt und bereitstellt und bereitlegt für die, die dort halt sich aufhalten, warten müssen. Und diese App, Share Magazines heißt sie, macht das im großen Stil. Sie bietet nicht nur ein paar wenige Magazine, sondern 590 Titel, davon 100 Tageszeitungen, auch 30 englischsprachige Magazine. Und wenn man die Bibliotheksräume betritt und man hat sich die App runtergeladen auf sein eigenes Endgerät, dann kann man alle diese 590 Titel im neuesten Heft lesen. Das erhöht alleine die Informationsmöglichkeit in unseren Räumen, also ich weiß gar nicht, das mal auszurechnen, wir haben in den meisten Stadtteilbibliotheken zwischen 20 und 40 Zeitschriftentitel und das sind 590, also das ist mehr als eine Verzehnfachung. In einigen Bibliotheken, ich weiß gar nicht, wie es in Klotzsche ist, in einigen fangen wir jetzt auch an, iPads auszuleihen, sodass man, also wenn man jetzt kein eigenes Endgerät mit hat, das auch auf einem Bibliothekseigenen tun kann. So, das sind jetzt quasi, das ist das Paket, was heute startet. Klotzsche, Share Magazines und die Abendnutzung. Und das ist, also ich habe vorhin gesagt, was die Gründe sind, warum wir in Klotzsche die zweite Bibliothek eröffnen. Habe dabei aber ganz bewusst erstmal noch einen ganz wichtigen Grund beiseite gelassen. Wir haben heute auch Herrn Windrich zu Gast, den Stadtbezirksamtsleiter von Klotzsche. Und wir haben ihm und dem Stadtbezirksbeirat sehr viel zu verdanken. Wir hätten die Umstellung hier, die ja noch die Umstellung auf Selbstverbuchung notwendig machte, nicht stemmen können, auch in diesem Jahr nicht, wenn der Stadtbezirksbeirat uns nicht mit erheblichen Mitteln unter die Arme gegriffen hätte. Dafür möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Und bitte Sie auch, den Dank nochmal weiterzugeben an den Stadtbezirksbeirat. Das hat es erst möglich gemacht. Und wir hatten auch das Gefühl von Ihnen, dass Sie hinter unserem Projekt ganz stark standen und uns so den Schub gegeben haben. Das hat jetzt für Sie selber eine positive Wirkung gehabt. Aber ich muss sagen, sogar darüber hinaus, Ihnen, den,
in den Stadtrat hinein. Wir haben nämlich im letzten Jahr unseren Bibliotheksentwicklungsplan beschließen lassen und dieses Wissen des Stadtrates, dass die Stadtbezirke selber total dahinter stehen, und wir hatten da als leuchtendes Beispiel Ihren, hat ermöglicht, dass er uns auch die notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt hat, dass wir mit dem Projekt weitermachen können. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Und wenn Sie ein paar Worte noch sagen, würden wir uns sehr freuen. Danke, Herr Rabe. Sehr gerne, Herr Rabe, sehr gerne, Frau Kühnel, liebe Gäste, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtbibliothek. Ich freue mich jetzt ganz besonders, dass ich heute hier dabei sein darf, weil das doch ein Leuchtturm hier im Stadtbezirk Klötzsche ist. Ich wollte eigentlich Sie einstimmen auf vier Zahlen, 17, 42.000. Der Herr Rabe hat mir auch das schon vorweggenommen, weil ich denke, die Zahlen sind also auch ganz wichtig hier bei uns in Klötzsche. 7 Tage die Woche, die 8 Stunden offen und die 2. Bibliothek in der Landeshauptstadt. Und 40.000 Euro steht, also die 40.000 steht für 40.000 Euro, die der Stadtbezirksbeirat Klötzsche der Stadtbibliothek zur Verfügung gestellt hat. Das ist 1/5 des Budgets, des Jahresbudgets. Das ist eine Menge Geld, muss man einfach sagen. Aber als das Projekt den Stadtbezirksbeiräten vorgestellt wurde letztes Jahr, klang es sehr gut und die Stadtbezirksbeiräte haben also sofort das Projekt unterstützt. Hier diese 40.000 Euro für den Umbau, für die Erneuerung, für die Erweiterung des Angebotes einzusetzen. Und auch im Sinne, was der Herr Rabe schon angesprochen hatte, dieses Nachbarschaftszentrum, gerade hier im Dresdner Norden, wir sind alle, das ist sehr ländlich geprägt, wir sind alle, arbeiten sehr gut zusammen. Und die Interessen oder die Nachfragen sind immer sehr groß. Wo können wir uns mal treffen? Wo können wir uns einfach mal unsere Interessen vertreten? Und da denke ich, da ist es ein gutes Angebot, was jetzt am 1. Juni, auch heute ist ja Kindertag, sehen Sie, da fehlen hier noch die Kinder. Und wo also die Initiativen, die Vereine die Möglichkeit haben, sich hier zu treffen und ihre Interessen nachzugehen, das ist ja ganz wichtig, dieses bürgerschaftliche Engagement, das kann man nicht genug unterstützen und in dem können wir nie leben. Und das haben wir gerade auch in dieser Zeit gemerkt, wo alles so stagnierte, wo das ganze menschliche Zusammensein, das menschliche Zusammenleben da gestört war. Deswegen denke ich, ist es ganz wichtig, diese Möglichkeit hier anzubieten. Und deswegen freue ich mich ganz besonders und den Dank gebe ich an meinen Stadtbezirksbeiräten weiter, die heute auch geladen sind. Natürlich ist die Zeit um 10 für viele etwas unglücklich. Die arbeiten, deswegen sind keine Stadtbezirksbeiräte bei der Einladung anwesend. Ich werde Sie darüber informieren, auch über die Möglichkeit dieser Abendnutzung hier in den Räumlichkeiten der Bibliothek. Und werde nochmal den Dank aussprechen, dass dort die 40.000 Euro, 1/5 des Jahresbudgets im letzten Jahr zur Verfügung gestellt worden ist. So viel dazu von mir. Wie gesagt, ich wünsche der Bibliothek, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viel Erfolg, gutes Gelingen und dass die Klotscher noch mehr lesen und sich hier treffen. Ja. Dass hier die Schlangen stehen. Also, vielen Dank. Toi, toi, toi. Danke. Er hat mir jetzt noch ein Stichwort gegeben, aber vorher will ich noch sagen, wie es jetzt mit welchen Bibliotheken noch weitergeht. Frau Schäckel ist heute anwesend. Sie übernimmt quasi den Staffelstab, denn am 1.9. wird neben der Bibliothek Brodisch auch die Bibliothek Neustadt als Bibo 710 umgestellt. Dort ist der Aufwand wesentlich geringer, weil die schon Selbstverbuchungen haben. Und am 1.10. werden wir noch ein etwas anders gelagertes Projekt oder eine etwas anders gelagerte Bibliothek als Bibliothek 710 eröffnen. Das ist Strehlen, eine sehr kleine, wo wir das erste Mal ausprobieren wollen, sie nur mit Technik zu eröffnen, wo also nur eine technische Überwachung passiert. Mal sehen, wie das funktioniert. Das ist ein Testballon, den wir da starten, um also auch weiterzukommen.
ohne jedes Mal den doch nie unerheblichen Aufwand mit dem Sicherheitsdienst zu haben. Vor allen Dingen in kleinen Bibliotheken, die sehr kleine Öffnungszeiten haben und wo dann die Erhöhung dann umso höher ist, wenn man auf diese Tage in der Woche gehen will. Das Stichwort, was Herr Windrich mir noch geliefert hat, das war jetzt der Kindertag. Ja, ja. Das schoss mir gerade in den Kopf, weil ich 1. Juli benutzt habe. Sie haben ja völlig recht. Normalerweise ist das jetzt die Zeit, wo alle unsere Bibliotheken, die ja sehr stark mit den Kindertagesstätten und den Schulen zusammenarbeiten, sogenannte Lesefeste durchführen. Also die Kinder, die jetzt von der Kita in die Schule wechseln im Herbst, mit einem Lesefest sozusagen einzustimmen und ihnen ihren ersten Benutzerausweis für die städtischen Bibliotheken zu übergeben. Das wird sehr groß gefeiert in unseren Räumen mit Künstlern und da werden auch normalerweise viele Gruppen gleichzeitig eingeladen. Das ist ein großer Trouble, viel Bewegung und auch viel Aufwand, aber auch immer wieder sehr schön. Nun haben wir in diesem Jahr Corona und wir können das in dieser Weise nicht durchführen. Wir werden jetzt ein paar kleine Schritte in die Richtung im Juni gehen, aber das ist begrenzt und wir wollen natürlich trotzdem, dass die Kinder ihren Benutzerausweis in dieser Übergangsphase kriegen und haben jetzt uns überlegt, was wir machen können und starten also auch heute am Kindertag mit dieser Aktion, die bis zum 30.09. gehen soll. Und zwar laden wir die Eltern mit ihren Kindern in die Bibliothek ein, um sich ihre Mitbringsel, die es eigentlich jedes Jahr sonst eben in der Kita gibt, abzuholen. Die sind hier auch nochmal ausgestellt. Das eine ist der Leserucksack, den Sie sozusagen als Bibliotheksnutzer, können Sie dann Ihre Bücher, die Sie bei uns ausleihen, da reintun, erhalten. Und Sie bekommen auch ein erstes Buch quasi, also die meisten werden sicherlich schon mal ein Buch geschenkt zu Hause haben, aber von der Bibliothek ein Buch geschenkt, lesestarkes Freundebuch, was, wie Sie sehen, auch gestalterisch mit dem Rucksack zusammenhängt. Also wenn die Eltern ihre Kinder bei uns anmelden, kriegen die Kinder das bei uns noch dazu. Und damit auch die Eltern was davon haben, gibt es für die, die noch keine Nutzer unserer Einrichtung sind, ein Schnupperangebot, also ein halbes Jahr Bibliotheksnutzung für 5 Euro. Das ist die Aktion, sie heißt lesestarke Schulanfänger. Damit wollen wir nicht ausdrücken, dass die Kinder, die jetzt in die Schule kommen, wenn sie bisher schon bei uns waren, jetzt schon lesen können, sondern dass die Stärke, die sie mitbringen, wenn sie über diese Kooperation mit den Kitas zu uns kommen, erwerben, ist eigentlich, dass sie Freude am Lesen durch das Vorlesen gewonnen haben, dass sie Interesse am Buch haben und dass sie jetzt Lust haben, auch das Lesen zu lernen. Das ist die Stärke, die sie mitbringen oder die wir versuchen zu erzeugen. Also lesestarke Schulanfänger, die Aktion, die heute zusätzlich startet. Dann will ich nochmal sagen, wir konnten in den letzten Monaten ja auch keine Veranstaltungen durchführen. Wir wollen jetzt im Juni auch wieder in der Zentralbibliothek mit den ersten Veranstaltungen starten. Ich will mal jetzt nie alles ansagen, aber wenigstens, dass wir an den Samstagen wieder die Kinderbuchbühne starten, am 3.7. Und eine Veranstaltungsreihe, die schon lange läuft, Palastgeflüster und Schlossgeheimnisse, die auch an den Samstagen stattfindet, am 17.7. zum ersten Mal wieder sein wird. Dann ist sowieso eine Anmeldung notwendig, das ist ganz Corona-unabhängig, weil sonst der Platz nicht reicht. Und noch was für die Kinder, die Sommerferien stehen ja unmittelbar bevor. Wir haben ein Programm gemacht wieder und hoffen mal, dass es jetzt keinen Rückschlag bei Corona gibt, denn sonst wird es schwierig, aber wir sind da sehr optimistisch. Da sind insgesamt 40 Veranstaltungen verzeichnet, die man quasi, also für die man sich anmelden kann. Viel Digitales, also dabei ist Game Design, Animation, Coding, Bild- und Tongestaltung, aber auch viel Spiel und Aktion. Das Programm liegt in den Bibliotheken aus, also man kann sich es mitnehmen und dann in den Bibliotheken sich melden, wenn man sein Kind zu einer Veranstaltung anmelden will. Das also noch unter dem Stichwort Kindertag. Und jetzt noch eine letzte Information. Wir wollen auch mit den Veranstaltungen für Erwachsene wieder starten. Am 15.06. geht es los. Eine deutschlandweite Buchpremiere mit Frank Goldammer, der uns
ja sowieso sehr verbunden ist. Er wird also diese Buchpremiere bei uns durchführen am 15.06. Auch da kann man sich inzwischen anmelden. Und weitere Autoren bis zum 2. August, also das hört dann damit auch nicht gleich wieder auf, Olivia Wenzel, Katrin Schumacher, Lena Gorelick und eine Tandemlesung von Dennis Ode und Rebecca Salentin. Das letzte ist im Palais Sommer, das andere in unserer Zentralbibliothek. Das ist ein zaghafter Start, der jetzt auch also erstmal noch alle Bedingungen an die Corona-Vorschriften erfüllen muss. Vielleicht ist ja ab dem 11. Juni, wenn es jetzt so weitergeht, die 35-Tage-Inzidenz dann 14 Tage her. Wenn die neue Corona-Schutzverordnung das nicht nochmal verschärft, dann wären danach auch keine Tests mehr notwendig. Das würde unsere Veranstaltungsarbeit deutlich erleichtern. So viel für heute von dem, was bei uns in der nächsten Zeit passiert. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Das hört sich gut an. Ja.